Moin Moin, heute geht's vom Emmerich am Rhein nach Hünxe am Wesel-Datteln-Kanal. Das ist eine Gesamtlänge von 55 Kilometern, eine eingerechnete Fahrzeit von den Mitschleusen 9 Stunden und es befinden sich zwei Schleusen auf diesem Weg. Ja, hallo, es ist der dritte Tag unserer Reise. Es ist 7.15 Uhr und wir machen unsere Leinen los. Es liegen 45 Kilometer Rhein vor uns und heute haben wir einen strahlend blauen Himmel, die Sonne scheint und ich freue mich auf viele schöne Fotos vom Wasser aus. Aber erstmal geht's durch die Golden Gate Bridge vom Niederrhein. Es kamen uns oft riesengroße Schubverbände entgegen. Diese erzeugten große Wellen. So kamen wir ganz schön ins Schaukeln. Dieser Tanker hier überholte uns gerade an einer Fährstelle. Direkt nachdem er vorbei war, stand auf einmal die Fähre direkt neben uns und war auf Kollisionskurs. Die Fähre konnte im letzten Moment noch ausweichen, aber mein Herz ist in die Hose gerutscht. Kurz hinter der Niederrheinbrücke in Wesel halten wir uns wieder backbordseitig und verlassen den Rhein und biegen ab in den Wesel-Datteln-Kanal.
In Wese warten wir seit kurz nach 12 Uhr auf die Schleusung. Die Schleuse Friedrichsfeld ist nur mit einer Kammer im Betrieb, die für Sportboote ist leider defekt. Wir rechnen mit einer Wartezeit von ca. 6 Stunden. Unser schöner Vorsprung ist nun leider dahin. Nach 6 Stunden geht es dann endlich weiter. Mit 2 Frachtern und einem Sportboot schleusen wir 11 Meter zu Berg. Das ist unsere 8. Schleusung bis dahin. Unsere erste Überlegung war es, gleich nach der Schleuse anzulegen und dort zu nächtigen. Da es aber 19.30 Uhr noch sehr hell ist, wollen wir uns an Frachter Janni hängen und mit denen durch die nächste Schleuse zu kommen. Als Galionsfigur führe ich uns im Dunkeln durch die Schleuse und zum Anleger für die Nacht. Mit dem Frachter Janni dürfen wir zu Berg 5,6 Meter schleusen, allerdings liegen wir mit ihr wie in einer Sardinenbüchse in der Schleusenkammer. Das ist eine richtige Nervenprobe für uns. An Steuerbord suche ich mit einer Taschenlampe nach einem Anleger für uns. 20.30 Uhr, wir haben es geschafft. Dieser Sportbootanleger hinter der Schleuse Hünxe war nur zweckmäßig, aber nicht optimal, da wir mit Ballon nicht an Land gehen konnten.